Liebe Freunde, es ist ganz schön schwer, heute seine Meinung sagen zu dürfen. Ja? Kriegen Sie vielleicht sowas gesagt wie Covidiot? Wissen Sie was? Wenn ich als Lehrer so etwas zu irgendjemandem sagen würde, wissen Sie, was dann passiert? Dann werden Sie komisch angeguckt, mindestens das. Sie kriegen Ärger mit den Schülern, sie kriegen Ärger mit ihren Kollegen, sie kriegen Ärger mit ihrem Chef. Ja, und dann gibt es politische Vertreter bei uns im Lande, die glauben, so etwas ungestraft sagen zu dürfen. Hey, und das wird sogar noch in den Medien einfach so wiedergegeben. Ist das in Ordnung? Das ist nicht in Ordnung. Das ist eine ganz miese, ausgrenzende Sprache. Das ist eine Denunziation, eine Diskreditierung, weiß der Teufel was. Können Sie sehen, wie Sie wollen. Ich halte es einfach für komplett unmöglich, so etwas zu tun. Sie merken schon, wie ich atme. So geht es mir im Moment jeden Tag, wenn ich aufstehe. Ja? Also, weil wenn Sie sich zu diesem Thema äußern, dann gibt es so Menschen, die glauben, sie müssten sie irgendwie einordnen. Links oder rechts oder oben oder unten oder weiß der Teufel was. Es geht hier nicht um links oder rechts. Es geht ja auch nicht um oben und unten. Es geht hier um unsere Gesundheit. Ja? Und es geht hier um vernünftige Politik. Ja? Und vernünftige Politik ist nicht links oder rechts. Es geht immer um die Sache. Ja? Das merken Sie auch zum Beispiel, wenn Sie in einer Gemeinde Gemeindevertreter sind, dann arbeiten sie natürlich mit den anderen Parteien zusammen. Die haben unterschiedliche Positionen, die werden ausdiskutiert und dann wird das gemacht, was am besten ist. Ja? Das ist so. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und es wird aktuell mit Füßen getreten. Und zwar von unseren liebsten Massenmedien, ja? Die ich auch lange gelesen habe. Ich gucke auch jeden Tag noch Tagesschau, aktuell eher zur Belustigung, um zu sehen, an welcher Stelle Corona kommt und wie das Thema aufbereitet ist. Und wenn dann so etwas durchgeht, ohne bösen Kommentar, dann ist das tendenziöse Berichterstattung. Völlig eindeutig. Gibt es gar keine zwei Meinungen. Da braucht man sich bloß mal überlegen, wie wurde berichtet über Black Lives Matter, gerade vor kurzem, wie wurde berichtet über Fridays for Future? Das waren Bürgerbewegungen, die für ihre Ziele eingetreten sind, die gehypt wurden. Als Demokratiefreunde, als jemand, der eintritt für sein Interesse. So, jetzt treten wir dafür ein, dass wir eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen erfahren, bis hin zur völligen Aufhebung sämtlicher Einschränkungen, weil das machen andere Länder ja auch, wie Schweden. Gucken Sie sich das an, bitte. Gucken Sie sich aktuelle Nachrichten zu Schweden an. Und dann wissen Sie, diesen Menschen geht es gut. Denen geht es sehr gut. Ja? Und die sind durchaus mit uns zu vergleichen. Die haben sogar als Vertreter für die Medizin, für die Virologie, für die Epidemiologie einen Experten eingesetzt für dieses Thema. Haben wir ja gar nicht. Ja? Wir haben ein paar Leute, die dürfen ab und zu mal einen Satz sagen, die da ein bisschen kritisch sind. Und die, die nicht kritisch sind und weiterhin wollen, dass sie Masken tragen, die dürfen eine Stunde sprechen. Das ist auch tendenziöse Berichterstattung. Wenn die Massenmedien es jetzt nicht endlich schaffen, Herrn Bakti und Herrn Wodak in die Debatte mit reinzunehmen, dann werden sie weiterhin tendenziös berichten. Und das wird jeder merken. Und es gibt einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Corona. Das ist hochinteressant. Wenn Sie da reingucken, da werden Sie die ganze Wahrheit erfahren. Da kommen viele Leute zusammen, die das Thema bearbeitet haben, die Anschauung dazu haben und die Ihnen einfach was erzählen können. Und das interessiert mich sehr und ich werde mir das auch weiterhin angucken. Und das werde ich Ihnen natürlich auch empfehlen. Informieren Sie sich jetzt mehr denn je aus Quellen fernab der gängigen Massenmedien. Weil diese tatsächlich sich trauen, zum Beispiel vom 17. Juni ein Foto
aus der Zeit von 13.30 Uhr zu veröffentlichen, wo der Zug unterwegs war in Mitte, der richtig große, und sich gerade mal erst die ersten Teilnehmer dort versammelten. Und dann wird gesagt, es sind 20.000. Wissen Sie was, ich war da. Und es waren viel mehr. Viel mehr. Können Sie mir glauben? Lassen Sie sich nichts erzählen. Forschen Sie weiter, gucken Sie sich das an. Dass dieses Foto von 13.30 Uhr etwa ist, erkennt man daran, wie die Schatten fallen. Das kann man nachschlagen in entsprechenden Internetseiten, wo diese wissenschaftlichen Daten entsprechend ausgewertet werden. Und ich bin einfach nur noch sauer, wenn mich hier irgendjemand anscheißt wegen meiner Meinung. Ja? Weil dazu müssen wir erstmal über Fakten diskutieren. Und nicht über Märchen. Ja? Dazu ist es aber erstmal notwendig, den Leuten, die solche Wörter wie Covidiot in den Mund nehmen, zu sagen, sag mal, wie schmeckt denn dieses Wort eigentlich auf deiner Zunge? Wie schmeckt denn das? Und den Kollegen, die meinen, sie müssten sie ausgrenzen und sie dürfen nicht mehr am gemeinsamen Frühstück teilnehmen. Ja? Oder sie sollen gekündigt werden. Oder sie sollen eine Abmahnung bekommen. Denen müssen sie zur Seite stehen. Deutschland hat schon diverse Phasen von Denunziantentum hinter sich. Das waren nicht nur die Nazis. Auch die Stasi war super, ne? In solchen Sachen. Und diese Dödel, die kommen wieder raus aus allen Löchern. Fordern höhere Bußgelder. Fordern, dass sie ihren Job verlieren. Fordern, dass sie sich benehmen. Ich benehme mich. Ich sage nicht so etwas. Covidioten sind die Leute, die solche Wörter in den Mund nehmen. Die sie erfinden. Die sie verbreiten. Ja? Prüfen Sie bitte, was Sie sagen. Und eine Bitte an unsere lieben Massenmedien. Denunzieren Sie keine Leute. Gehen Sie auf sie zu und versuchen Sie wirklich herauszubekommen, was sie wollen und was sie glauben, was sie meinen, wo sie falsch liegen. Und dazu nimmt man sich natürlich nicht den letzten Dödel, der irgendwie komisch aussieht und präsentiert den, sondern dazu nimmt man Leute, die tatsächlich die Position auf den Punkt bringen können und die ein bisschen was zum Thema erzählen können. Okay, für heute bin ich jetzt erstmal fertig. Sie merken schon, ich bin ein bisschen außer Atem. Mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut in dieser Situation. Ja? Mir geht's nicht gut mit Denunzianten. Tschüss.